In diesem Video geht es um die Formulierung man könnte ja mal. Man könnte ja mal mehr Sport machen, man könnte ja mal dieses und dieses Projekt angehen, man könnte sich ja mal gesund ernähren, man könnte ja mal die Ratschläge vom Coach beherzigen. Was ist das Problem an der Formulierung man könnte ja mal? Da gibt es direkt zwei Probleme an dieser Formulierung. Das erste Problem ist das Mann, das mit einem N geschriebene, kleingeschriebene M-A-N, Mann. Mann ist nach meinem Empfinden ja eine gewisse sprachliche Seuche in unserer deutschen Sprache, denn wir haben eine total vermannte Sprache. Achten Sie mal darauf, die allermeisten Menschen im deutschen Sprachgebrauch sagen permanent Mann, wenn sie von sich selber sprechen. Und bei man könnte ja mal kommt auch noch der Konjunktiv dazu. Man könnte ja mal ist das Mann plus der Konjunktiv und das ist im Grunde genommen die absolute, ultimative Unverbindlichkeit. Wenn jemand zu Ihnen sagt, man könnte ja mal mehr Sport machen, dann kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, dieser Mensch wird das nicht umsetzen, weil er überhaupt keinen Bezug zu diesem Satz hat, sondern in der absoluten Unverbindlichkeit formuliert. Ob ich nämlich sage, man könnte ja mal mehr Sport machen, man könnte ja mal anders miteinander reden, man könnte ja mal ein Projekt angehen, oder ob ich sage, ich werde mehr Sport machen, ich werde anders kommunizieren, ich werde dieses Projekt angehen. Das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Sätze, die da gesprochen werden. Je mehr Sie das Mann durch ein Ich ersetzen, desto handlungsorientierter werden Sie, desto mehr kommt Ihre Sprache auch wirklich als Handlungsaufforderung zu Ihnen. Und je mehr Sie den Konjunktiv weglassen und stattdessen in ich möchte, ich werde, ich kann, ich will sprechen, desto mehr werden Sie die Dinge auch tatsächlich anpacken. Wenn Sie das nächste Mal in einer Besprechung sitzen und Sie spielen mit einem Kollegen Wort-Bingo, ja, jeder sucht sich ein Wort aus und der, der das Wort aussucht, was in der Besprechung am meisten genutzt wird, der hat gewonnen, dann kann ich Ihnen leider nur den folgenden Tipp geben. Schreiben Sie als Wort das Wort Mann auf. Mann mit einem N. Sie werden dieses Bingo-Spiel gewinnen, denn unsere Sprache steckt voller Manns. Und leider, leider, leider haben wir da viel zu tun, denn ich erlebe es ganz oft, dass Menschen sich dessen gar nicht bewusst sind. Ich halte Vorträge, ich weise auf das Mann hin und dann stehe ich direkt danach mit jemandem im Gespräch, der sagt, Mensch, das hat mich gepackt, Frau Voss, super. Und dann kommt im weiteren Gespräch 5, 6, 7 Mal eine Mann-Formulierung, wo jemand eigentlich von sich selber spricht. Man könnte ja mal ist die absolute Unverbindlichkeit. Ich werde, ich kann, wir wollen, wir möchten. Das sind die Formulierungen, die Sie als Führungskraft nutzen sollten.